Blutwerte verstehen. Heute Erythrozyten, die roten Blutkörperchen. Die Erythrozyten, die enthalten den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, der ganz wichtig für deine Sauerstoffversorgung ist. Was bedeuten jetzt Abweichungen bei den Erythrozyten? Geringe Erythrozytenzahlen, die können durch Blutungen oder durch eine verminderte Produktion, zum Beispiel wegen Eisenmangel, bedingt sein. Und die Vermehrung der Erythrozyten nennt man übrigens Polyglobulie. Das kann eine Anpassungsreaktion sein auf Sauerstoffmangel, bei chronischen Lungenleiden und Herzerkrankungen. Die kann aber auch infolge von Zystenhirn, Fettsucht oder einer Leberstörung auftreten. Die Normalwerte siehst du hier. Und ein ausführliches Video zum Thema findest du irgendwo da oben in einem Link. Weil wenn du mich abonnierst, dann verpasst du gar nichts mehr. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Bitte mit dem Winkel nach oben. Love, Peace.